Hallo miteinander, herzlich willkommen zu Gitarre lernen mit Eugen. Heute machen wir wieder so einen Stonerock-Riff und da machen wir ein bisschen was anderes. Also in diesem Riff haben wir zwei Gitarren. Also in der Band sind ja sehr häufig zwei Gitarristen und deswegen ja, müssen die auch nicht immer das gleiche spielen. Es wird interessant, wenn die manchmal auch ein bisschen gegeneinander spielen. Also ein bisschen mehr Klangfarben bringen. Und ich zeige euch einfach ein Beispiel, was man mit zwei Gitarren machen kann. Also da sind die Parts wirklich sehr, sehr einfach und die erzeugen ein bisschen mehr Atmosphäre, als wenn das nur mit einer Gitarre gespielt wäre, die gedoppelt wäre. Also viele doppeln einfach die Parts und ich empfehle bei vielen Sachen, zum Beispiel wie Chorus. Also Chorus muss wirklich breit sein. Um einfach diese Breite zu erzeugen, kann man wirklich die zwei Gitarren, was Verschiedenes spielen lassen. Also in einer Gitarre haben wir ganz einfachen Akkordwechsel. Also ganz einfache Harmoniewechsel, nur die Akkorde auf Zählzeit 1. Und bei der zweiten Gitarre haben wir ein Motiv, der fast nur aus zwei Tönen besteht. Und dieses Motiv, der wiederholt sich immer, auch wenn der Akkord sich wechselt. Und der Trick ist, dieses Motiv, der wirklich irgendwie sehr primitiv ist, kriegt immer eine ganz andere Klangfarbe, also mit Akkordwechsel. Zum Beispiel bei einem Akkord klingt er so, bei dem anderen Akkord klingt er ein bisschen anders, weil die Tonverhältnis und der Kontrapunkt ganz anders ist. Kontrapunkt, so ein schwieriges musikalisches Wort. Okay, also versucht mal das selbst rauszufinden. Am Ende habt ihr jetzt zwei Playbacks. Bei einem Playback ist nur die Rhythmusgitarre. Bei dem anderen Playback ist nur diese Melodiegitarre, dieses Motiv, der aus drei Akkorden besteht, also drei Oktaven. Und da könnt ihr auch probieren, einfach wirklich die zweite Gitarre dazu zu spielen, die fehlt. Und da könnt ihr mal schauen, einfach wie das klingt. Und natürlich probiert zu Hause auch selbst irgendwie was Ähnliches zu erzeugen oder in der Band. Okay, viel Spaß damit. Okay, schauen wir erstmal die Begleitung an. Da haben wir fünf Akkorde. So, wir sind in D Bluestone-Leiter. Also eigentlich kann man hier Dur- und Moll-Akkorde spielen. Deswegen habe ich für die erste Stufe den Dur-Akkord ausgewählt. Das ist einfach D-Dur mit dem Grundton auf der fünften Seite. Also da spiele ich nur vier Seiten, also ohne sechste und erste Seite. Die dämpfe ich ab. Und dann verschiebe ich diesen Akkord um zwei Bünde. Da habe ich C-Dur. Das ist die siebte Stufe. Ist ja so eine altbekannte Wendung in der Rockmusik. Okay, und dann schiebe ich noch einmal um einen Bund tiefer. Da habe ich jetzt den Powerchord ohne Dur-Terz, weil sonst klingt das ein bisschen dissonant. Das ist die sechste Stufe. Okay, und dann habe ich noch zwei Powerchords. Das ist der Powerchord F5 und G5. Das ist die dritte und die vierte Stufe. Und ja, die greife ich am dritten und am fünften Bund. Den letzten Akkord spiele ich nicht auf die 1, den spiele ich ein bisschen vorgezogen, damit da so eine groovige synkopische Wendung erzeugt wird. Okay, gut. Und in der Melodie, da spiele ich so eine Wendung. Das sind die Oktaven, C und D, die Oktaven, mit einem Slide und mit den Ghost Notes. Ja.
Und am Ende spiele ich diesen Ton G als Oktave im 10. Mund. Ja, da muss man ganz genau achten, dass man nur die zwei Seiten klingen lässt. Und zwar die 5. und die 3. Seite. Und alle anderen Seiten dämpft man ab. So kann man es mit rechter Hand wirklich ziemlich locker annehmen und einfach über allen Seiten spielen. Okay, bei der 3. und 4. Wiederholung verschiebe ich einfach den ganzen Pattern eine Oktave höher. Also da habe ich die Töne auf den Seiten 3 und 1 und da habe ich 5. 7. Bund und am Ende den 12. Bund, einfach als Grundton. Und da muss man aufpassen, da wird die Oktave ein bisschen anders gegriffen. Da verschieben wir den kleinen Finger noch um einen Bund höher. Und genau dasselbe gilt auch da, also für diesen Pattern, der oben gespielt wird. Da müssen wir auch alle Seiten abdämpfen bis auf 2. Okay, gut. Also viel Spaß beim Einüben. Die Sachen sind wirklich nicht schwer, aber die muss man wirklich sauber spielen, ganz besonders diese Oktavenmelodie.